Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Fortnite. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Sonnenblume möchte mit uns reden, wie es aussieht. Ist mal allein auf dem Wanderweg, fühlt man sich ziemlich einsam. Vielleicht sollte ich ein paar Freunde einladen, die sich mir anschließen. Was kann diese Rancherin für dich tun? Okay, die hat auf jeden Fall Waren für uns. Wir finden dir einen Job. Holzstäbe und Planken haben wir dann nochmal. Dankeschön, fortfahren, weiter geht's. Ja, ihr habt mir geschrieben, das, was ich hier mit dem Zaun gemacht habe, das ist schon grob richtig so. So funktioniert's. Ich glaube, es macht dann aber Sinn, so bei Steigungen und so eher die kürzeren Elemente zu verwenden, damit man nicht sowas hier hat, also diese Lücke. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt nochmal abbauen möchte. Warte mal, wie kann ich eigentlich... Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, die Hand zu leeren, also die Waffe wegzustecken? Ich glaube nicht, oder? Weil wir müssen es ja mit den Händen abbauen. Genau so. Okay, und dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt noch ein... Ja, das ist eh schlecht geworden. Das müssen wir auch wegnehmen. Baumodus nicht immer leicht zu sehen. So, ich denke, so versuchen wir es mal. Liegt noch irgendwo was rum? Nein. Nehmen wir hier nochmal so ein kleines Fundamentstück. So, Bauteil, Fundament. Ah, die Fundamente gibt es nicht kürzer. Ach, das ist ja doof. Das ist ja wirklich doof. Ganz ehrlich. Das ist wirklich nicht schön. Tja, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als es so zu machen. Finde ich ehrlich gesagt schade. Also, sehr schade sogar. So, das Stück ist auch noch falsch rum. Müssen wir auch abreißen. So. Ist am einfachsten bei Tag zu bauen tatsächlich, dann macht man nicht solche Fehler. Ja, das passt jetzt nicht. Hahaha. Sehr schlau von mir. Ach ja, je, ach ja, je. Ja, das hätte ich anders reinsetzen müssen. Nicht, dass es dann noch groß Sinn macht, aber geht nicht anders. Also, das muss eigentlich hier so rein. Ist dann nicht ideal, aber immerhin ist es dicht. Oh, so. Ja. Ich sag euch ganz ehrlich meine Meinung dazu. Gefällt mir nicht so gut. Ich meine, wir haben hier Lego. Wir könnten super flexibel bauen, aber stattdessen sind wir doch recht starr. Ja, warum nicht nochmal ein halbes Fundament anbieten? Weil es gibt ja auch die Wände in halb, ja. Also möchte ich doch auch nach Möglichkeit ein Fundament haben, das halb breit ist. Und jetzt habe ich nicht genug Ressourcen, ja. Und das dann so draufsetzen, damit ich die Steigung nicht so stark und so abrupt habe wie hier. An dieser Kante. Das ist das, was mich stört. Ja, Rest kann ich erleben. Ragt das ja ein bisschen mehr raus. Aber dann möchte ich jetzt ein Fundament an der Stelle haben, das nur halb so lang ist. Naja. Leute, wir werden den Zaun schon weiterbauen. Irgendwie, irgendwann. Und wir werden mit Sicherheit aber auch ganz anderen Siedlungsstandort für uns nochmal aufbauen. Das hier ist für mich nur so temporär. Bin sowieso mal gespannt, wie lange das Spiel hier für euch noch interessant ist. Bevor ihr selber alle hingeht und das zockt. Denn, ja, ist ja kostenlos. Gerade so aufgeregte Musik, ist irgendwas? Gut, so, wir gucken mal eben nach, was uns fürs Upgrade fehlt. Das war, genau, Knorrenwurzel. Die müssen wir jetzt mal finden. Und die gibt es halt in Höhlen. Das heißt, wir werden jetzt mal in die Höhle gehen. Wir werden uns jemanden mitnehmen, der uns begleitet. Und ich glaube, wir nehmen mal Kuschelbeauftragte mit. Die kann da ein bisschen mit Feinden kuscheln. Ach nee, die kann ich gar nicht mitnehmen. Ja, dann nehmen wir... Pippa ist noch gar nicht in unserem Dorf. Sonnenblume sieht mir ein bisschen zart aus. Nein, also, um Gottes Willen. Nehmen wir Beefboss. Hey, du bist so, fortfahren. Okay. Lass uns über Jobs reden. Gehen wir auf Erkundung. Ich bin gut darin, Burger zu braten, aber ich kann auch andere Dinge. Auf geht's. Jawohl. So. Gut, Beefboss. Ich brauche kurz Ausrüstung. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein Schwert bauen, denn das ist fast kaputt. Und dann kann es auch gleich losgehen.
So, einmal Kurzschwert. Ich glaube, ich mache gleich zwei. Schild. Naja, habe ich jetzt kein Seil, habe ich gerade keine Lust, das zu suchen. Jetzt packen wir noch ein paar Sachen aus dem Inventar raus. Das ist auch wieder nicht gesteckt hier, der Weizenkorn. Das ist wahrscheinlich schon voll, ja, natürlich. Was haben wir noch hier, was wir hier reinlegen können? Eigentlich nicht. Nicht. Das ist blöd, da müssen wir rüber zur anderen Kiste. Und ich glaube, wir bauen sogar noch eben eine Kiste. Können wir noch mehr unterkriegen. Ja, wir müssen eben noch was bauen. Das geht so nicht. Ja, jetzt habe ich da auch was über noch, weil mehr passt nicht rein. Ich baue noch mal eben eine Kiste, Leute. Das muss jetzt sein. Möbel, Lager, Kiste. Kommt jetzt hier hin. Zack. So. Ich nehme mal das Fleisch mit als Mahlzeit. Ja, von mir aus auch die Milch. Ich brauche eigentlich noch eine Kiste, Leute. Was fehlen jetzt? Planken. Und ich stelle noch mehr Fackeln her. Das auf jeden Fall. Weil, ich meine, ich habe vier. Ah, das reicht wohl. Das reicht wohl. So, und Platz im Inventar haben wir jetzt auch. Die Himbeersamen kommen noch rüber. Ich denke, damit können wir uns ganz gut auf den Weg machen. Wir haben zwei Schwerter als Ersatz. Spitzhacke würde ich... Ne, wird schon gehen. Komm, auf geht's. In die Höhle. Müsste ungefähr in die Richtung sein. Wird auch schon wieder dunkel, also ist jetzt echt höchste Zeit. Schwert raus. Ja, wir müssen dahin. Und es wird tatsächlich langsam dunkel. Aber wenn wir vor dem Einbruch der Dunkelheit in die Höhle reinkommen, ist alles gut. Dann kommen wir vielleicht bei Tag wieder raus. Schauen wir mal. Ach, warte mal, er hat was mit mir zu besprechen. Ah, ja, okay. So. Ich habe ihm mal ein Schwert gegeben. Er war nur mit einer Spitzhacke ausgerüstet. Das bringt uns da wahrscheinlich nicht so weit. So. Also er hat, glaube ich, auch noch Sachen für uns, aber das geht jetzt nicht, weil er... uns halt begleitet hier in der Expedition. Hinein ins Loch. So, erstmal Fackel. Ja, ist er. Kann ich dir eigentlich auch eine Fackel schenken? Nicht wirklich, okay. Gut. So, Kollege. Knochenwurzel. Das ist Holz. Das Knochenwurzeln hier? Scheinbar nicht. Sieht aber eigentlich so aus, ne? Vielleicht muss man die mit der... Ne, das ist nix. Gehen wir weiter. Das ist aber ziemlich düster hier. Das kam mir aber heller vor, als wir beim letzten Mal... Hier war da! Erschreckt. Oh, da geht's auch schon zur Sache. Jo, Beef Boss macht das ja. Sehr gut. Okay. So, wenn ich mich nicht vertue, haben die überhaupt gar keine Gesundheit. Unsere Begleiter. Das ist normales Holz. Da ist eine Truhe. Schubsaftbeere, Marmortafel, Marmor und Himbeersamen.
Haben wir zwei neue Baurezepte, eine Saftpresse. Mhm. Ja, komm ran. Oh, mein Schwert ist kaputt. Jo, Beef Boss, super gemacht. Oh, 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 hier, Roller. Ah, sehr gut, den brauchen wir eh. Komm her. Sehr schön. Was ist das denn hier? Was für Kohle? Das ist gerade nichts, okay. Ich hab Hunger. Oh! Fackel geworfen, das wollte ich nicht. Interessant zu sehen, dass wir die Fackel werfen können. Wieder die Fackel geworfen. Zur Hölle nochmal. Zur Hölle. Alles nur Holz hier. Wo gibt's die Knochenwurzel? Wir gehen weiter rein. Muss meine Fackel wiederholen. So. Das Knochenwurzel hier. Oh. Könnte es tatsächlich sein. Nee, Holz. Ist nur Holz. Vielleicht haben wir auch einfach noch nicht das nötige Werkzeug, um diese Wurzeln da abzubauen. Ha, wartet mal. Na, das hätte mich jetzt auch gewundert. Es hätte mich gewundert. Oh, hier ist aber auch nicht mehr. Wir könnten jetzt noch das Zeug abbauen, aber muss auch nicht sein. Gehen wir mal wieder hoch. Hier unten haben wir, glaube ich, alles. So. Und hier oben ist schon respawned. Oh, 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 Roller. Also auf jeden Fall eine super Idee, Boss hier mitzunehmen. Da ist noch eine Kiste. Ist dein Schwert kaputt? Meins ist aber auch bald kaputt. Oh, weia, dann müssen wir wieder raus. Ich hab zu wenig mit. Ich habe nämlich auch schon keins mehr. Wir müssen wieder raus. Aber die Truhe, die können wir noch holen. Marmor, noch mehr Schubsaftbeeren, Holzstab, Sprengpulver. Oh, das würde ich aber gerne mitnehmen. Der Holzstab ist da nicht so wichtig. Okay. Dann mal raus hier. So. Und neue Rezepte. Hey, Beef Boss. Ach, da ist er ja. Ist zu mir teleportiert worden. So. Und wieder raus. Ja, war einigermaßen erfolgreich. Ich meine, immerhin haben wir überlebt. Aber, was wir nicht haben, ist leider... Wo ist Beef Boss?
Da oben. Was wir nicht haben, ist leider Knochenwurzel, die man in Höhlen findet. Das ist nicht so schön. Weil wir die doch wirklich gut gebraucht hätten. Da ist ja auch der Rauch vom Lagerfeuer. Zur Aufwertung des Dorfes. Vielleicht müssen wir da in die andere Höhle rein. Wir hatten ja noch eine gesehen, die war hier irgendwo. Er hat sie nicht auf der Karte markiert, aber sie war irgendwo hier. Finden wir wohl wieder. Und es ist wieder hell. Das heißt, wir sind tatsächlich die ganze Nacht in der Höhle gewesen. Dann war das jetzt auch nicht so unerfolgreich, wie man vielleicht denken konnte. So. Ja, die Kisten sind alle voll. Das ist wirklich unglaublich. Ich muss mir ein Lagerkonzept überlegen. Vor allem hier die ganzen Spitzhacken, das ist wirklich extrem störend. Und hier, ne, wieder nicht gesteckt, der Kram. Die Panzer behalten wir mal. Alle schon voll, die Stacks. Stapel deponieren geht nicht. Er packt es einfach nicht drauf. Warum? So. Mal anschmeißen. So, Beefboss kann jetzt wieder hier bleiben. Jetzt müssen wir ihm, glaube ich, wieder die Arbeit zuteilen, oder? Okay. Mal schauen, was wir alles neu haben. Hier ist die Saftpresse. Planke, 8 Marmortafeln haben wir noch nicht. Knochenwurzelstäbe haben wir halt gar nicht. Das ist so ärgerlich. So, Spielsachen. Aktivierungsschalter. Sprengfass. Kleine Düse. Große Düse. Okay, das wird interessant. Möbel. Einfacher Tisch. Traditioneller Tresen. Breiter Tresen, okay. Neue Sitzgelegenheiten. Eine mittelgroße Truhe. Brauchen wir Knochenwurzel für. Öl und Pfanne. Glasgeschirr. Schneidbrett, alles klar. Ja. Alles schön und gut, Leute, aber keine Knochenwurzel. Und ja, ich mache jetzt erstmal kräftig ein paar Schwerter und ich mache jetzt noch eine Truhe. Das ist mit dem Lagerplatz, das gibt mir wirklich auch einen Sender. Ganz ehrlich, das ist echt. Man hat viel zu viel Kram. So, wisst ihr was? Wir bauen ein Haus. Wir bauen ein Lagerhaus. Das muss was Großes sein. Immer die große Hütte hier. Nicht genügend Ressourcen. Ich brauche Holz. Okay. Jetzt erstmal gucken, wo wir Holz haben. Das sind nur Planken. Da ist das Holz. So. Bauen wir hier an der Mauer, das heißt hier, so, okay, auf geht's.
Muss ich das jetzt echt von außen machen? Bist am Verhungern. Das wollen wir ja nicht. Na, lass mich rein. Fertig. So. Ehrlich, dass ich hier reinhüpfen, gibt's doch gar nicht. So, das ist ja... Okay, auf jeden Fall kommen jetzt die Kisten rein. Ihr ahnt es schon. Möbel, Lager und Thron. Wieso geht Nathan nicht hin? Die muss doch da hinpassen, die andere hat dort auch hingepasst. Jetzt muss ich die echt versetzen? Was zur... Wieso geht die da hin und die nicht? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Macht ja nichts. So, drei Ton haben wir dann schon mal. Das reicht dann, glaube ich, erstmal. So, wir haben die Panzer. Mit den Panzern wollten wir doch irgendwas machen. Und zwar hier. Irgendwas konnten wir hier mit den Panzern bauen. Wo ich schon die ganze Zeit scharf drauf war. Aber was war das nochmal? Ah ne, genau. Hier, die Aufrüstung können wir hier machen. Okay, jetzt fehlt noch ein Panzer. Den habe ich aber gerade irgendwo reingesteckt. Da ist er. Nicht gerade, ist schon ein bisschen länger her. So, Sofortaufrüstung. Ha, jetzt haben wir eine bessere Werkbank. Und jetzt können wir bessere Sachen machen. Aha, und jetzt kommen die Knochen rein. Die Waldachse in grün und die Spitzhacke in grün. Oh, Knochenwurzelstab, ehrlich. Kalter Schmuck. Dynamit. Ja, aber leider noch kein besseres Schwert. Nochmal verbessern lässt es sich mit Marmortafeln, Sandklauen, die sind schon blau, Sandpanzer. Aber hier, die Knochenwurzelstab, das ist wirklich... Oh. Robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Es könnte sein. Ihr erinnert euch an das Holz, was ich dachte, das könnte die Knochenwurzel sein, die ich aber nicht abbauen konnte. Eventuell lässt sie sich mit dieser Waldaxt abbauen. Das probieren wir aus. Wir brauchen Knochen und Holzstäbe. Holzstäbe haben wir keine mehr? Doch. Haben wir bestimmt. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Knochen. Da sind die Holzstäbe. So. Eine Waldaxt, bitte. Und ich möchte eigentlich auch eine Spitzhacke haben. Ist, achso, ja. Da müssen wir erst nochmal in die Höhle für rein. Okay, pass mal auf. What? Was ist das denn? Guck mal da. Was ist das?
Da ist eine Wolke aufgetaucht. Da ist doch eine Wolke. Da will ich jetzt aber wissen. Sind da Spinnen? Und ein Roller. Ah, dann schwimme ich eben den Fluss weiter. Ist trotzdem aggro geworden. Da ist auch ein Wolf. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, was war denn jetzt? Wow, oh, holla, die Waldfee. So, jetzt nur nicht zu hektisch werden. Ich muss mal eben was futtern. Ich bin fast tot. Und das Schwert ist fast kaputt, also viele Kämpfe kann ich jetzt nicht mehr machen. Da ist noch ein Roller und ein Wolf. Aber da ist wirklich eine Wolke. Oh weia. Ja, jetzt wird's schwierig. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Das darf nicht wahr sein. Aber die macht immerhin 3 Schaden. Ich höre Disco-Musik. Oh! Mist. Mist! Verdammte Axt. Ich hab's befürchtet, Leute. Ich hab befürchtet, dass das nicht gut geht. Ich glaube, ich habe keine Stäbe mehr. Ich hatte die alle im Rucksack. Schlauerweise. Nee, da sind noch welche. So was Blödes, Leute. Also, auf jeden Fall irgendeine Disco da. Gehe jetzt ohne Schild. Müssen wir mehr ausweichen. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Auch wenn es gerade dunkel wird. Weiß nicht, warum im Fluss vorhin das Licht ausgegangen ist. Oh, scheinbar kann man doch tauchen. Oh, man wird... einfach rausgesetzt worden, warum auch immer. Wahrscheinlich zu tief reingesprungen oder was? Keine Ahnung. Werf nicht! Ehrlich? Immerhin, der Roller ist weg. So. Jetzt sind sie wieder weg. Schade. Ich glaube, ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Es sah nicht so aus, als hätte man das gut erreichen können. Aber gut, wer weiß.
Wer weiß. Ach, da unten sind gleich mal 3 Skelette aufgetaucht. Jetzt wird es aber ungemütlich hier. Na, könnt ihr nicht schwimmen? So, da sind wir wieder im Dorf, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch wenn es jetzt leider nicht zum Erfolg geführt hat, da mit der Wolke und wir auch noch keine Knochenwurzel haben, bin ich der Meinung, dass wir mit dem Bau der neuen Axt dem Ganzen ein sehr gutes Stück weitergekommen sind. Denn ich glaube, damit können wir die Knochenwurzel abbauen in der Höhle. Und das probieren wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao!